Liebe Brüder und Schwestern, ein ziemlich komplexes Evangelium, zugegebenermaßen. Jesus richtet sich an die Verantwortlichen, die religiösen Verantwortlichen des Volkes, Hohenpriester, Schriftgelehrten, und er beschreibt die Situation, was zu jeder Zeit Menschen gemacht haben, wie sie die Menschen begleitet oder geleitet haben, aber wie sie sich auch bemächtigt haben, dieses Weinbergs, diesem Gut, das ihnen anvertraut worden ist. Und was hat Gott uns anvertraut? Er hat uns Glauben anvertraut. Er hat uns sein Wort anvertraut. Die Schriftgelehrten, die Hohenpriester, sie haben daraus alles Mögliche dann auch erklärt, was sicher auch oftmals gut war. Aber sie haben sich sozusagen zu den Herren gemacht des Glaubens. Und manchmal haben sie sich auch auf eine unredliche Art und Weise bereichert an dem Glauben. Bereichert meine ich jetzt nicht nur finanziell, dass man da sich irgendwie bereichert, sondern sich die Ehre gegeben hat und die Ehre, die Gott eigentlich zukommt, dass sie sich diese Ehre genommen haben und von den Menschen sich haben so ehren lassen. Jesus spricht an anderer Stelle auch darüber. Liebe Brüder und Schwestern, was will uns Gott geben? Was hat er uns anvertraut? Er hat uns alles anvertraut, aber anvertraut, damit wir so wie ein guter Gärtner, so, ich komme mal zurück aufs Paradies, wie ein guter Gärtner das, was Gott uns anvertraut hat, pflegen, hüten, bebauen, dass wir im Auftrage Gottes arbeiten und nicht in unserem eigenen Auftrag, so wie wir es meinen, wie wir es interpretieren, wie wir es haben wollen. Und dazu erfordert es wirklich ein großes Maß an Demut, Gehorsam, an Einfachheit, vielleicht sogar, möchte ich gerne sagen, an Kindlichkeit. Ich sage nicht Naivität, aber an Kindlichkeit, an einem kindlichen Vertrauen, dass man sagt, ja Herr, so wie du es sagst, werde ich es tun, auch wenn ich es selbst vielleicht nicht so direkt verstehe oder anderen vielleicht auch nicht sofort verstehe. Was hat uns Gott anvertraut? Zum Schluss heißt es hier, hat Gott dann seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt und dann sagen sie, wow, das ist der Erbe, jetzt ist unsere Stunde gekommen, das ist die Gelegenheit, aufpacken wir ihn, töten wir ihn und dann gehört das Erbe uns. So anmaßend kann der Mensch sein, dass er das, dass sich etwas nimmt, was ihm nicht gehört. Und gerade als ich diese Passage da gelesen habe, damit wir seinen Besitz erben. Liebe Brüder und Schwestern, Gott will uns alles geben. Paulus sagt, in seinem Sohn hat er uns alles gegeben. Und Gott lässt zu, dass dann sein Sohn, sein Vielgeliebter, sogar getötet wird. Und dass das wirklich passiert, was Jesus hier erzählt. Er erzählt eigentlich sich selbst. Und Gott lässt zu, dass er getötet wird. Dass die Menschen sozusagen Gott ausrauben, möchte ich fast sagen. Er lässt es zu. Und was passiert? Gott wird das den Menschen nicht vorwerfen. Er wird es erlauben, damit wir Jesus wirklich an uns nehmen. Natürlich. Ihn töten, das ist eine schlimme Sache. Aber unsere Sünden haben ihn getötet. Unser Ego, unser so sein wollen, wie wir es mögen, unsere eigenen Wege, unsere Sünden haben Jesus getötet. Und Gott sagt, okay, ihr habt meinen Sohn getötet, aber ich will euch dennoch geben. Und wie wir gestern gehört haben, als Lösegeld. Und wenn du bereust, ist mein Sohn immer noch da. Dann ist er dein Besitz und bedeckt mit seinem kostbaren Blut. Und in Jesus und durch Jesus und mit Jesus kannst du vor mich treten
und ich werde dir deine Schuld nicht anrechnen. Zu der Bedingung, dass wir dann so demütig sind, dass wir bereuen und Jesus dann auch wirklich mit unserem Herzen annehmen, ihn tragen mit ganzer Liebe. Und bevor die Messe begonnen hat, hatte ich noch ein kleines Gespräch mit Maria. Hinter dem Tabernakel steht eine Statue von Maria. Kurzes Gespräch mit ihr. Und ich habe gespürt in diesem kurzen Gespräch, sie hat nichts an sich gerissen. Sie hat sich nichts genommen. Aber sie hat das Geschenk, das Gott allen Menschen machen möchte. Sie hat es in Demut, in Liebe angenommen. Und sie hat nie gesagt, Jesus gehört allein mir. Hat sie nie gesagt. Aber das Geschenk, das Gott mir macht, ich bin bereit, es zu teilen. Ich bin bereit, Jesus zu teilen. Und ich bin bereit, euch Jesus zu geben. Und liebe Brüder und Schwestern, das geschieht auch in jeder heiligen Messe. Wir empfangen Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes, er kommt auf den Altar. Wir können uns ihn nicht einfach so nehmen. In großer Demut können wir ihn empfangen. Und umso einfacher, kindlicher wir sind und ihn empfangen, umso mehr kann er sich in uns entfalten. Und können wir diese gewünschte Frucht, die der Vater von uns erwartet, so wie wir am Anfang des Evangeliums gelesen, gehört haben, umso mehr und so besser kann diese Frucht in uns wachsen. Und die schönste Frucht des größten Jahres, das je gesagt wurde, ist Jesus durch das Jahrwort Marias. Und die schönste Frucht von unserem Jahr, das wir heute geben können, Gott, ist Jesus und sind nicht wir selbst. Aber wir dürfen Jesus tragen. Wir werden Jesus immer mehr ähnlich. Und das ist die Frucht, die Gott uns wünscht, die er auch von uns allen erwartet. Aus eigener Kraft können wir das nicht, aber wir können empfangen. Und wir können Gott sagen, lass Jesus mehr und mehr in mir wachsen, so wie bei Maria. Wir können sagen, Maria, bitte für uns. Und wir sagen, für uns Sünder, jetzt in der Stunde. Ja, das soll sie tun. Also bitten darum, dass Jesus in uns wächst, dass er immer größer in uns ist, immer mehr Raum bekommt. Der Heilige Geist möge dazu seinen reichen Segen geben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.